Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Es handelt sich heute hier wieder um eine Stream-Aufzeichnung. Aber es wird schon klar gehen. Ihr habt es die letzten Wochen ja so ein paar Mal von mir zu sehen bekommen. Ja, viel Spaß mit DBD. Danke fürs Reinschalten und fürs Dranbleiben. Und wir sehen uns ja gern bei einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich habe auch so viele Spiele. Es artet halt irgendwann in wie so eine Art Sammelwahn aus. Es geht dann nicht mehr darum, was möchte ich jetzt spielen? Ah, sie hat ihre lila Glyphe gesucht. Es geht dann irgendwann nur noch um... Hauptsache, ich habe das Spiel jetzt. Und kann es dann irgendwann mal spielen. Mir gestern The Last Stand geholt. Oh, angespuckt hier. Was ist The Last Stand? Sagt mir gerade gar nichts. Susi hat mir ein Spiel empfohlen, was wirklich cool aussieht, was ich gern spielen würde. Aber dafür möchte ich gerade 17 Euro nicht ausgeben. Fragt mich auch nicht, nach welchen Kriterien ich entscheide, für welches Spiel ich jetzt 60 Euro ausgebe und für welches mir 17 Euro zu viel sind. Aber irgendwie entscheidet mein Gehirn das. Und mir sind aktuell die 17 Euro für das Spiel, was Susi mir empfohlen hat, zu viel. Es ist doof, ne, Pando? Aber wenn man ehrlich ist, ist es wirklich eine Art, ich möchte das Spiel hauptsächlich erstmal besitzen. Und irgendwann hat man bestimmt Zeit, das mal zu spielen. Es ist aber wie mit Büchern damals. Ich wollte erstmal alle Bücher besitzen, weil ich mir dachte, irgendwann werde ich sie lesen. Das Problem ist, es erscheinen ja trotzdem immer noch mehr Bücher und neue Bücher, die man auch haben möchte. Das heißt, zu den alten Büchern greift man dann ja gar nicht. Und das ist ein Teufelskreis. Aber Hauptsache, ich besitze die Spiele. Ja? Nee, aber was ist The Last Stand? Sagt mir tatsächlich gar nichts. Sind wir jetzt bei 100 plus? Also vorhin waren es 102, wenn du von dem redest, was ich denke. Also ja, müssten wir aktuell bei 100 plus sein. Das Schlimme ist auch ganz oft, dass ich Montag früh auf Arbeit sitze und mir denke, oh, ich habe gerade richtig Bock auf das Spiel XY. Dann streamst du das am Freitag dann. So, und dann ist Freitag und ich habe dann keinen Bock mehr auf das Spiel. Und dann will ich das ja auch nicht streamen, wenn ich gerade auf das Spiel keinen Bock habe. Und das ist so, ich brauche mehr Zeit zum Spielen. Und was ist das für ein Grafikstil? Ich weiß halt gar nicht, wie diese Spiele heißen, die ich nicht mag. Also diese Spiele, wo du aus der Vogelperspektive spielst, die mag ich nicht. Ich finde, Spiele klingen teilweise so gut. Mist. Aber wenn ich dann sehe, wie die Grafik ist, also dass du halt aus der Vogelperspektive spielst, dann mag ich das nicht mehr. Das ist nicht so mein Stil. Heißt das isometrisch? Ist das dann tatsächlich das, was ich gerade beschrieben habe? Ich weiß gar nicht, wie viele... Ja, cool.
Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele ich bei Steam habe. Aktuell. Ich glaube 100 oder so. Schräg von oben. Ich bin dann tatsächlich jemand, so wie hier, dass ich hinter meinem Charakter stehe oder halt First Person. Das ist eher so mein Spielstil. Wie Diablo. Naja, nee, ja, da bin ich raus. Tatsächlich. Diablo ist optisch nichts für mich. Aber es klingt vom Inhalt her echt cool. Was ist denn hier? Hier schmeckt. Hockt die sich erstmal hin? Und jetzt wird sie ihre Blutkotz kriegen. Hier im Feld gar keinen Generator, außer dorthin. Der oben ist bestimmt noch nicht gemacht. Der stinkt noch. Ich will hier gerade nicht ran. Solange der stinkt. Nein, näher! Ich glaube 30 Sekunden oder so. Würde ich schätzen. Sie ist einfach mit Unbreakable aufgestanden. Hast du Adrenalin? Nope. Hast du nicht. Und 30 Sekunden ist halt schon lange. In 30 Sekunden hast du sonst fast den halben Gen fertig. Hä, das Tor sieht anders aus, oder? Habe ich mich gerade verguckt. Ich glaube, das Tor sah irgendwie anders aus. Könnt ihr bitte beide vor mir rausgehen? Das fände ich cool, weil ich habe eine Aufgabe. Ja, immerhin ist eine vor mir rausgegangen. Nee, das ist eine Katze. Mein Müsli ist matschig. Ich habe das Gefühl, hier zählt es mich immer mit, sobald wenigstens einer vor mir rausgeht. Das
ist ja nur die eine vor mir rausgegangen. Also hätte ich ja nur einen Zähler bekommen können. Hab aber zwei bekommen. Ja, wir sind raus.